Na, was hast du für Lebensfragen? Für Fragen an das Leben, über das Leben? Diese Fragen, die kannst du stellen und die werden dir auch beantwortet. Die kannst du dir vielleicht sogar selber beantworten, nämlich in einer geistigen Reise. Hallo liebe Elke, Elke Imhoff ist wieder bei mir zu Gast. Schön, dass du wieder da bist. Und dass wir über genau dieses Thema mal ganz intensiv reden können. Du machst ja diese geistigen Reisen und da kann man Lebensfragen stellen? Ja. Ach, danke, dass ich hier sitzen darf und dass ich darüber reden darf, weil mich das auch, okay, jede Reise fasziniert mich, aber wenn Lebensfragen beantwortet werden, das ist auch so faszinierend, welche Fragen gestellt werden können und hauptsächlich, welche Antworten denn da kommen. Weil wenn wir in so einem überbewussten Zustand sind, haben wir direkten Zugriff auf Antworten, die in uns drinnen sind. Und hier möchte ich mal darlegen, also ich ordne so diese Lebensfragen in die drei Bereiche ein. Man kann ganz, ich sag mal, Alltagsfragen stellen, die wir hier in unserem Leben beschäftigt, so wie zum Beispiel, ja, was soll ich beruflich machen? Oder Partnerfragen kann man stellen. Oder wo soll ich wohnen? Aber man kann auch ganz gezielt Fragen stellen, wie zum Beispiel, ach, das muss ich mir mal erzählen, ich hatte mal einen, der hat sich für Finanzanlagen interessiert und hat wirklich nachgefragt, wie er sein Geld anlegen soll. Und er hat tatsächlich sehr detaillierte Angaben bekommen. Nur mal, um das Spektrum von solchen Fragen hier zu erläutern. Das ist so der eine Teil. Aber natürlich haben wir auch spirituelle Fragen. Da kann man so Fragen stellen wie, was ist mein Seelenname? Oder wie häufig war ich inkarniert? Das hatten wir schon in einem Video. Oder wer ist mein Seelenführer? Solche Sachen. Also sehr, ja, ich nenne das einfach spirituelle Fragen. Und ein anderer Part ist noch, man kann auch gesundheitliche Fragen stellen, die ebenfalls dort, ja, sehr genau beantwortet werden, ja. Jetzt, da kommt nämlich die Frage, wie werden denn diese Lebensfragen dann auf diesen geistigen Reisen überhaupt beantwortet? Richtig. Ich habe da festgestellt, auch meinen Reisen, die werden unterschiedlich beantwortet. Einmal ist es ganz klassisch, wir begegnen auf diesen Reisen unseren Seelenführer oder Seelenführerin oder Geistführer und Geistführerin und wir stellen denen die Fragen, die die dann beantworten. Wirklich ganz, ganz häufig. Da kann man denen alles fragen und die beantworten das. Es gibt auch die Möglichkeit über ein Krafttier. Das geht auch, dass uns auf so einer Reise ein Krafttier abholt und da können wir auch solche Fragen stellen. Sehr gängig ist es auch, jetzt komme ich mit einem neuen Thema jetzt, und zwar mit dieser Akasha-Chronik. Oder, das ist so ein Begriff, aber es gibt wirklich viele Menschen oder meine Reisen, die sagen, sie gehen in eine Bibliothek und können tatsächlich eine Bibliothek wahrnehmen. Sie kommen rein, sie visualisieren oder nehmen diese Bibliothek an, häufig mit Regalen, dann ist immer so ein Gang und ganz häufig visualisieren sie mir an einer Stelle ein Pult. Und dann gehen die zu diesem Pult und da gibt es so zwei Varianten, entweder liegt ihr Lebensbuch schon auf diesem Pult bereit. Da steht manchmal ihr Name drauf, das dann golden glitzert, passiert. Oder sie merken einfach, ach, sie müssen in ein Regal gehen und die gehen da tatsächlich sehr zielstrebig in ein Regal, ziehen ihr Lebensbuch heraus und gehen zurück an dieses Pult zum Beispiel und schlagen es auf. So, jetzt gibt es da unterschiedliche auch Varianten. Es gibt manche meiner Reisenden, die schlagen ihr Buch auf und können da drinnen lesen.
Also sie stellen die Fragen und bekommen auch da Antworten darauf. Manchmal tun sie sich auch schwerer. Dann ist es so, entweder hat der Seelenführer sie sowieso schon begleitet oder der Geistführer hat sie begleitet und er hilft dann bei der Beantwortung der Fragen. Und was auch ganz häufig da passiert ist, da gibt es Hüter. In diesen Bibliotheken, da ist häufig ein Wesen, ein feinstoffliches Wesen, der für diese Bibliothek zuständig ist. Und das kommt auch dann dazu und hilft beim Beantworten der Fragen. Ach, ich habe da schon so wunderschöne Reisen mitbekommen. Da wird so ein Hüter visualisiert, dass die ein langes Gewand haben, vielleicht blau mit so Schrift, also so Schriftzeichen drauf, und die meine Reisen erzählen, und da ist das komplette Wissen abgespeichert. Also dieser Hüter, oder ich weiß, vielleicht kann man auch da einen anderen Begriff nehmen, der hat so auch dieses ganze Wissen in einem, also in sich abgespeichert. Es ist so, als würde er dieses Wissen halten. Ach, muss ich mal einen kleinen Ausflug machen. Ich habe einmal eine Reise gemacht mit jemandem zusammen. Ach, habe ich noch gar nicht erzählt. Man kann nämlich nicht nur alleine reisen, man kann auch zusammen reisen. Ach, das wusste ich auch noch nicht. Ja, das ist so eine Variante von dem geistigen Reisen. Und ich bin mit demjenigen zusammen in eine Bibliothek gegangen. Und da war so ein Hüter. Ich kann dir sagen, der war in so einer Klarheit. Der hatte so ein Wissen, dass uns keine Fragen mehr eingefallen sind. Wirklich. Wir standen dann vor dem, oder eigentlich saßen wir vor dem, und es war so, wie, dass es Frage und Antwort zusammengefallen ist. Es war einfach alles klar und ja, es gab keine Frage mehr, war mehr nötig. Also wirklich eine wirklich intensive Erfahrung, so ein Hüter auch mal zu erleben. Aber meistens eben hilft der bei der, man will ja auch Fragen wissen, gell? Und der hilft dann dabei. Wie werden diese Fragen beantwortet? Ich kann sagen, meistens sehr kurz und präzise. Da kommt manchmal nur ein Satz oder zwei Sätze dazu. Manchmal gibt es auch ausführliche Antworten. Manchmal kann es auch sein, dass man in dieses Buch reinschaut und dann sieht man zur Beantwortung der Frage zum Beispiel auch eine Erinnerung an ein Vorleben, das dann da passend ist. Also diese Fragen werden sehr unterschiedlich beantwortet. Und diese Bibliotheken sind einfach sehr groß auch. Und was ich allerdings auch mitbekommen habe auf diesen Reisen ist, es gibt auch unterschiedliche Bibliotheken. Jeder visualisiert auch mir andere Bibliotheken. Ich glaube inzwischen, dass diese Bibliotheken einfach nur für uns ein Bild ist, um damit umgehen zu können. Weil eigentlich ist immer das ganze Wissen in uns selber abgespeichert. Und es ist nur eine Möglichkeit, über diesen Weg, über ein Buch, Fragen so zu beantworten. Das sind Bilder für unseren Verstand. Ja, richtig. Genau. Ich möchte vielleicht noch mal auch einmal erklären, wie zum Beispiel auch Gesundheitsfragen beantwortet werden. Ach, weil mir das jetzt gerade einfällt. Ich hatte letzthin jemanden, der wollte seine Kurzsichtigkeit behandeln. Und der wurde dann gesagt,
sie solle immer mit den Augen eine liegende Acht machen. Genau. Sie solle das so und dann würde die Kurzsichtigkeit damit weggehen. Dann kam sie noch rein, eben, sie soll Kristalle nehmen, und zwar Rosenquarz und Bergkristall. Und wenn sie im Bett liegt, soll sie auf der einen Seite einen Rosenquarz hinlegen und auf der anderen Seite einen Bergkristall. Ich will damit ausdrücken, dass wir in einem übergeordneten Bewusstsein alle Fragen, die wir wollen, beantworten können. Natürlich gibt es auch Fragen, die nicht beantwortet werden. Das kommt immer wieder vor. Das merkt derjenige oder diejenige dann sehr bald. Das sind dann so Fragen, die eigentlich der Verstand wissen will und gar nicht relevant sind für einen. Da kommen auch keine Antworten. Die stellen Fragen und dann kommt keine Resonanz. Mhm. Es kommen auch Antworten, wo gesagt wird, es ist noch nicht an der Zeit. Das gibt es. Ist noch nicht relevant oder es muss noch Zeit vergehen, bevor diese Frage beantwortet werden kann. Also das gibt es auch. Also es ist nicht immer so, dass auf jeder Frage eine Antwort kommt. Das nicht. Aber 80%, würde ich mal sagen, werden einfach kurz und präzise beantwortet. Ja, das ist doch super. Ja, jetzt will ich noch eine andere Variante erzählen. Bei manchen Reisenden, die ich habe, die visualisieren mir keinen Seelenführer, auch keine Bibliothek, sondern sie verbinden sich direkt mit der Urquelle. Sie erzählen mir dann, oh, ich höre nur eine Stimme vielleicht. Oder es wird aus, eigentlich kann ich fast sagen, aus dem Nichts die Frage beantwortet. Also diese drei Bereiche habe ich auf meinen Reisen festgestellt. Das ist die Möglichkeiten, die es da gibt, wie Lebensfragen beantworten werden. Von der Qualität habe ich jetzt keine Unterschiede festgestellt. Ob man jetzt sich direkt mit der Urquelle jetzt verbindet und sozusagen aus dem Nichts heraus die Fragen beantwortet werden. Manche haben auch schon gesagt, oh, da ist Gott. Oder auch, die mir die Frage beantworten. Das hatte ich auch schon. Also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie solche Fragen beantwortet werden. Aber immer sehr, sehr informativ. Und es ist ja einfach so ein Wissen da. Und das macht unser Leben sehr viel einfacher. Das kann ich mir vorstellen, weil es ja oft ja ganz essentielle Fragen sind, die da gestellt werden von den Menschen. Genau, ja. Die können richtig in die Tiefe gehen. Es kann auch ganz einfache Fragen ja. Hast du da ein paar Beispiele? Ich kann ja jetzt mal sagen, bevor ich hierher gekommen bin, hatte ich auch eine Reise und da habe ich so richtig abgefragt, soll ich zu dir kommen oder soll ich dahin gehen oder was soll ich als nächstes machen? Und das wurde mir dann präzise geantwortet. Zum Beispiel, ja, Delfin TV, da gehst du hin. Interessant, ja. Ja, das habe ich vorher abgefragt, also... weil ich nicht wusste, so, was soll ich denn jetzt machen? Und dann kann man so etwas abfragen. Ja, oder auch Seelennamen, wenn sich jemand dafür interessiert. Im Malda, glaube ich, war letzthin eine. Also auch das kann man sagen. Oder halt auch so Alltagsfragen. Also da werden ja auch Fragen gestellt wie, wann treffe ich meinen nächsten Partner? Auch da können manchmal ganz präzise Antworten gegeben werden. Der kommt im nächsten Frühjahr. Du wirst ihn an seinem Lachen erkennen. Also es wird jetzt keine richtigen Daten genannt, aber manchmal auch schon.
Also, ach, da ist das Feld so reichhaltig. Ja, also was mir natürlich auch als Mutter gut tut, ist, dass ich auch meinen Kindern damit helfen kann. Zum Beispiel meine eine Tochter hat sich gefragt, ja, was soll sie studieren? Da sind wir reingegangen. Da kam aber als Antwort, da kam eben keine Antwort. Weil, was ist passiert? Sie studiert eben noch nicht. Sie reist gerade rum. Also auch das wird im Vorfeld, geht man da schon auch in Resonanz. Oder wir haben einfach da so ein Wissen darüber, was wichtig ist in unser Leben. Und jetzt komme ich schon wieder. Da steckt so ein Potenzial drinnen. Ich würde ja auch gern mal mit einem Techniker mal reisen. Fragen, die uns vielleicht was wichtig wäre. Gesellschaftliche Fragen könnte man vielleicht da wahrscheinlich auch darüber beantworten. Ich glaube, da, das ist etwas, kann ich noch gar nicht ausdrücken, was da steckt eine Kraft dahinter. Eine unfassbare Kraft, wenn wir uns mit diesen übergeordneten Themen oder Wissensbereichen verbinden und wir da Antworten für uns bekommen können. Und das Beste ist ja zum einen, das Wissen steckt in uns. Wir können diese Antworten bekommen und letztendlich sind das alle Antworten, die wir brauchen. Mhm. Auch die, wo wir überhaupt noch gar nicht dran denken, dass sie kommen könnten. An Fragen, die wir zum Beispiel den, wenn sie denn kämen, Außerirdischen stellen würden, nach dem Motto, habt ihr für uns einen umweltfreundlichen Antrieb? Ja. Mal ganz einfach gefragt. Diese Antworten sind da, die gibt es in uns, die sind teilweise auf dieser Welt ja auch schon vorhanden. Warum sie nicht veröffentlicht werden, ist eine andere Geschichte. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Das Wissen ist da und es wird auch schon gemacht. Nur das System lässt es noch nicht zu. Aber das ist eine andere Geschichte. Richtig. Das Wissen ist da und es ist in uns drin. Ja, richtig. Ja. Ich glaube, wir könnten da ganz anders noch Fragen beantworten. Also nicht nur unsere persönlichen Fragen, sondern vielleicht auch gesellschaftliche Fragen, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr interessant. Da steckt ein wirklich ein Schatz drinnen. Ein großes Potenzial. Ein riesengroßes Potenzial. Ja. Also auf allen Ebenen, auf allen Ebenen. Ne? Und dieses, und dass es so leicht geht, gell? Man stellt eine Frage, kriegt eine Antwort. Wow. Und hilft uns so enorm weiter. Kann das Leben so einfach machen. Ja. Weil diese Antworten sind auch immer auf einen ganz, ganz persönlich abgestimmt. Und die Antworten werden so vermittelt, dass wir die auch verstehen. Man kann ja auch zum Beispiel zu einem Medium gehen und sich auch solche Fragen beantworten lassen. Trotzdem ist da immer so, finde ich, dann vielleicht ein Filter drinnen. Kann nützlich sein, aber sich selber, die Fragen oder nein, die Antworten sind so aufbereitet für einen, das verstehen wir sofort. Vielleicht sind deswegen noch die Fragen oder die Antworten, die über ein Medium kommen, für uns nicht ganz hundertprozentig richtig, weil sie ja eigentlich für sein System gedacht waren. Und er hat das dann nur laut ausgesprochen, aber die Antwort war eigentlich für ihn. Oder für das Medium. Ist nur gerade eine Spekulation. Ja, der Impuls kommt mir, dass das immer besser ist, dass wir selber fragen, selbst die Antworten dann kriegen, damit es auf unser System auch wirklich zugeschnitten ist, dass es angepasst ist. Ja, 1:1, ja. Ja. Wir verstehen das, ja. Diese Antworten, ja. Wenn wir das selber uns auf die Reise begeben, ja. Oder die Antworten. Und ich glaube, das ist mir jetzt auch nochmal wichtig. Ich spreche jetzt zwar über diese Reisen, geistige Reisen, die ja angeleitet werden, aber ich glaube, wenn wir selber uns wieder zuhören, bekommen wir so auch die Antworten rein. Wäre vielleicht interessant, da mal einen Rahmen zu schaffen, also ein Reinführen in die Schwingung, dann einfach nur, was weiß ich, Musik laufen lassen
und danach wieder rausholen, damit man wieder geerdet in dieser Erde ankommt, ins Hier und Jetzt kommt. Und dazwischen einfach lassen, nichts führen, lassen, sein lassen. Wäre mal eine Möglichkeit, so einen Rahmen zu schaffen. Oder einfach in sich mal reinspüren und sich intuitiv, sich die Frage zu stellen und intuitiv mal zu hören, was bekomme ich denn da als Antwort rein? Und das Erste, was reinkommt, das ist es. Ja. Also das kann ja mal jeder mal versuchen auszuprobieren. Mal ganz ruhig zu werden, still zu werden, eine Frage zu stellen und mal nach innen zu lauschen. Zum Beispiel, was sind meine Krafttiere? Das ist auch eine Frage, die einige sich dafür interessieren, und einfach mal reinzuspüren. Und wir bekommen die Antwort. Dazu möchte ich noch eins anführen, und zwar wichtig ist, dass man dann wirklich schon während man die Frage stellt, offen ist für die Antwort, weil die Antwort ist oft schon während ich die Frage stelle da. Warum? Das muss man auch mal erklären vielleicht. In dem Moment, wo ich diese Frage ja ausspreche, habe ich sie ja mit meinem Gedanken schon formuliert und gestellt und quasi diese sogenannte Absicht ins Feld gegeben. Ja. Da das Feld sofort antwortet, aber dieser Mund und diese Sprache, es dauert, bis es diese Frage ausgedrückt hat, hat das Feld ja die Frage empfangen, hat die Antwort geschickt, und während ich die Frage formuliere, bing, ist die Antwort ja schon da. Und auch darauf zu achten, glaube ich, und nicht das abzutun, weil es ja während der Fragestellung schon gekommen ist. Doch, das kann schon die Antwort sein, definitiv. Richtig. Wir kriegen intuitiv Antworten rein, aber dann kommt der Verstand und fängt an. Und postuliert die Nichtmachbarkeit. Richtig. Dann kommt der Verstand und sagt, kann ja nicht sein, ja, geht nicht, und dieses und jenes. Der zerpflückt das, ja. Oder was weiß ich, macht andere Bilder und so weiter und so, ja, weiter. Darauf wollen wir jetzt nicht hinaus. Ecke, hast du jetzt zu diesem Thema noch einen Hinweis für uns? Nee. Alles gesagt, ja, ich was glaub, wir uns das, vorgenommen haben. Das ist jetzt, wow, mit den Lebensfragen, ja. Ist rund. Ist fast, also ist. Sehr schön. Ich kann einfach nur sagen, vielleicht auch mal ausprobieren. Das ist schon auch, ja, ach, ich bin einfach völlig immer wieder fasziniert. Das glaube ich. Wie leicht. Ja, wie wir an in dieses Wissen rankommen können. Und naja, du hast den Kanal jetzt offen und das möchtest du jetzt ja gerne rüberbringen. Ja. So, und das ist deine Aufgabe. Jetzt ist es inzwischen unsere Aufgabe geworden, das an unsere Zuschauer weiterzugeben, sodass sie jetzt den Impuls haben, anfangen selbst zu fragen und eventuell auch in den Kommentaren uns Fragen zu stellen, die wir dann beantworten können, wenn sie selber damit nicht weiterkommen. Richtig, ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Weil es liegt wirklich alles in uns. Und es geht darum, wieder neu zu lernen, uns selbst zuzuhören. Und auf diesen ersten Impuls, der dann reinkommt, zu lauschen. Und auch auf diesen Reisen, wir haben da eine Wahrnehmung, und es dauert auch immer eine Weile, das wieder in Worte zu fassen. Die kriegen das ja alle telepathisch rein, entweder über, dass uns was Bilder gezeigt wird, oder dass wir was hören. Und dieses telepathische Reinbekommen muss dann erstmal wieder in Worte, und das manchmal in Worte auszudrücken, das kann dauern. Das zu. Also, hören, ja, wir wieder uns selbst zu und vertrauen wir dieser Antwort. Ja. Danke, liebe Elke, dass du das uns wieder so schön hast rübergebracht. Ja, dir auch. Danke, dass du dabei warst wieder. Wir hoffen, dass du ordentlich was hast mitnehmen können. Schau dir das Video vielleicht nochmal an. Vielleicht bist du ja während dem Video schon so ein bisschen in Trance gefallen. Kann durchaus passieren, ist auch vollkommen in Ordnung. Dann schaust du dir nochmal und mach einfach mal eine solche Reise. Oder setz dich jetzt oder leg dich entspannt hin und schau mal, was kommt.
Stell deine Lebensfragen und achte auf den allerersten Impuls, der da ist. Ja, und in dem Sinne senden die Elke und ich dir von hier aus wieder alles Liebe.